Moin Moin, herzlich alle und willkommen zu genau richtig Mario Kart 8 The Goat Challenge, zweite Staffel. Heute fahren wir mit dem nächsten Fahrer. Wir haben ehrlich gesagt nicht wirklich irgendwie mehr Punkte als letztes Mal. Wir fahren diesmal mit Shy Guy. So sieht's aus. Ja. Warum? Weil wir in den letzten Folgen Leader waren. Ja, in den letzten Folgen Leader waren und heutzutage als Leader ist es nicht so einfach. So, mitmachen! Tun heute folgende Fahrer. Leider haben wir wieder eine fast rein Amerikaner, fast rein japanische Gruppe. Foxy kommt aus Deutschland, aus Rheinland-Pfalz, so habe ich eben schon gesehen, weil eben ja kurz dieses Vorgetrailer-Kram war. Der hat eben auch bei diesem Vorgetrailer-Kram mit Luigi Platz 1 belegt. Der fährt mit Luigi und einem Bike. Der fährt mit Luigi und einem Bike. Dann schauen wir mal, ob das mit dem Luigi und dem Bike auch funktioniert. Aus Baden-Württemberg, nicht aus Rheinland-Pfalz. Ich habe Rheinland-Pfalz gesagt, ne? Hey. Lesen. Wer lesen kann, ist ein Vorteil. Ja, punktetechnisch sind wir oben dabei. Wir sind nicht Erster, das ist nämlich das Wichtige, dass wir nicht Erster sind. Wir sind aber oben dabei. Also im grünen Bereich. So, und damit geht's los mit Shy Guy. Die Folge mit dem Shy Guy, dem schüchternen Menschen. Unter seiner schüchternen Maske. So, ja. Ja, ist richtig, Leute. Wahrscheinlich haben die Japaner jetzt Angst, weil jetzt ein zweiter Deutscher dabei ist, ne? Die Deutschen! Okay, nicht Deutsch, so dick. Warum hat er das denn jetzt gemacht? Da kommt es direkt vor uns. Jo. Man muss aber erstmal auf so einen Namen kommen, ne? Jo. Alle haben so Pilze. Machen wir mal ganz langsam. Nicht in die Laser, nicht in die Laser. Wow. Nicht in die Laser, ja. Der will direkt, dass wir direkt reinfahren. So. Einmal hier den Nicht-Sprint mitnehmen. Und dann einmal hier Platz 2 nach Hause fahren. Friendly Fire-like. Ich weiß, er hat kein Item. Aber ich bin nicht weit genug vorne. Ja. Ah, okay, knapp. Ja, gut. So ein Item kann ich auch nichts anfangen. Einfach nur zum Schutz. Einfach nur zum Schutz. Sorry, aber das ist jetzt einfach nur zum Schutz gewesen. Ich wusste gar nicht, dass das funktioniert. Oh, ich wusste gar nicht, echt nicht, dass das funktioniert. Ja, blauer Panzer ist gut. Gute Idee. Blauer Panzer ist gut. Ich glaube, wir sind die längere Weg geflogen, ne? Sehr schön. Nein. Bitte, bitte, fahr, Shy Guy, fahr, Shy Guy, fahr, Shy Guy, fahr, Shy Guy. Nein, wir sind von der Seite überholt worden. Ah, schade. Na, Mann. Aber das hatten wir schon mal hingekriegt, nämlich das war es dann andersrum. Das ist alles in Ordnung. Plus 10 Punkte. Das ist das, was ich ja meinte in der letzten Folge. Jetzt haben wir wieder 6667 Punkte. Dass, wenn die Gegner schwächer sind, dass wir dann logischerweise weniger Punkte kriegen. Ja. Deswegen hoffe ich ja ein bisschen immer darauf, dass da auch ein bisschen starke Gegner sind, damit wir mehr Punkte kriegen. Ja, aber von den Items her war das okay. Von der Fahrt war das okay. Es war okay. Im Grunde genommen war es okay. Ja, im Grunde genommen. Ah, ja. Wollen wir loslegen? Ich gucke mal auf die Uhr. Ich habe nicht so viel Zeit. Wollen wir mal loslegen. So, irgendwie Zufall ist nicht so beliebt, ne? Und dann kommt meins.
Dann kommt der Babypark. Hihi. Eieiei. So, Punkte. Technisch ist der 7000er. Nee, da ist er noch. Ich wollte schon sagen, der ist weg. Nein, der ist weg. Hilfe. Nein, der ist noch da. So, die vor uns waren, sind auch noch alle da. Sehr schön. Oh, das ist eine Chance, so zu revanchieren. Oh, wir haben uns sowieso noch hier eine Chance, hier zu revanchieren. Der Strecke, wir sind Zweiter. So, Banane. Tschüss. Ja, weißt du, ich wollte den da noch erwischen. Ja, genau, als der Dark ist da so ein dämliche Seite. Warum funktionieren die alle nicht hier? Eieiei. Das heißt hier wieder so ein Gefusel, ey. Das ist Mario Kart, aber das ist auch der Babypark. Alles so extrem hier durcheinander, ja. Alles viel zu viel durcheinander. So. Passt der Stern noch bis zur Kurve? Ja, passt noch. Ah, bisschen weit, aber wir haben das nicht damit gekriegt. Ah, ja, gut. Item, ja komm. Irgendwas. Letzter, ne? Ne, vorletzter. Minus 12. Warum fahren wir überhaupt noch? Ja, ja. Wir kommen da nicht weg. Das ist wie bei den Abonnenten hier. Weißt du, da kommst du von der Zahl nicht weg. Da tingelt da immer so plus 10, minus 10. Ja. Da denkst du dir von wegen, das kann ja nicht sein. Da abonniert es, dann zwei Tage später deabonniert es wieder. Warum abonniert es überhaupt? Das ist aber eine gute Frage. So, einige haben uns verlassen wieder. Passt. Punktetechnisch sind wir auch mal so vorne. Aber das ist ja auch so ein Chaos-Ding, ne? Weißt du, ein Zehnter gewesen, jetzt sind wie viel abgehauen? Werden wir gleich sehen, ich glaube, das ist immer noch besser. Ne? Einen haben wir überholt. Einer. Ein Item. Kriegen wir auch mit Windschatten hin. Kriegen wir auch mit Windschatten hin. Oder auch mit dem. Ja, einer ist abgehauen. Ne, warte mal, zwei. Wir waren ja sogar Vorletzte, ne? So, rüber. Sechster. So, habt ihr schon das neue Zelda-Spiel gespielt? Wenn ja, wie ist es? Ich nicht, weil ich mir vorerst noch keine neue Konsole geholt habe. Ich glaube, wir werden das hier später machen können, dann wären wir hier gut drüber gekommen. Ah, okay. Ist auch okay. Auch in der Kombo. Zack. Und zack. Nochmal drei. Nicht euer Ernst, Leute! Oh Mann, ey! Ja, schieß ab! Danke. Ich will jetzt mal hier gucken, wie weit. Oh! Du kannst nicht über das Gras fahren, das ist schön. Das Grasbüschel hat das Kart auseinandergenommen. Der wollte mich touchieren, hat man gesehen. Dein Ding ist nicht erwischt worden. Nö. Damit lasse ich mich hier nicht mehr lappmeiern.
So, ein Pilz. Kann vielleicht helfen. Wow, wow, der wollte mich aber nochmal. Der hat mich aber nochmal hier ganz hoch auf den Kicker haben wollen. Mit dem Boomerang. Der war punktgenau, das muss man mal so sagen. So, wir sind wieder da, wo wir eben waren. Das ist... Weißt du, wir sind einfach Vorletzter, dann müssen wir Dritter werden. Eieiei. Ach, Mann. So, letzte Rennen für den heutigen Teil. Mal gucken, wie das, ob das denn, wie das denn jetzt und ob das denn jetzt. Ich weiß gar nicht, jetzt wo Foxy gelandet ist. Ich glaube vorne. Er verschwindet, das ist schade. Der Deutsche hat keinen Bock mehr. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann. Ja. Aber falls er das sich hier angucken sollte, was ich nicht glaube, kann er gerne hier einen Kommentar hinterlassen. Darf er. So, zwei aus Australien. In letzter Zeit fahren viele Australier wieder mit, ne? Ist Mario Kart 8 jetzt da neu rausgekommen oder was? Warum fahren sie jetzt hier alle mit Mario Kart 8 auf einmal? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, und dann schauen wir mal. Ja, Foxy müsste vor uns gewesen sein. What? War das denn? So fahren wir hier locker einfach hier. Bühne. So. Wow! Das Interessante ist ja auch immer, dass man Boomerang nimmt. Ich hab den Bowser eigentlich voll erwischt, ne? Den bösen Bowser! Ja. Hat er seinen Stern noch rechtzeitig eingesetzt? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Er hat, glaube ich, auf sein Tablet geguckt und hat gesehen. Oh, ha. Ja, du musst immer Play einsetzen. Obwohl, das mache ich ja nicht. Ich weiß gar nicht, was auf meinem Tablet passiert, weil ich gucke gegen den Film, ja. So, drei Pilze bringen mir eigentlich immer hier sehr wenig. Weil hier ja eher E-Tempo-Streifen sind. So, das ist mal vorbei. So, München holen. Gut, sechster. So, jetzt müssen wir das mal hier ordentlich über die Bühne bringen. Ja, ordentlich über die Bühne bringen und nicht. Wir fahren gegen irgendwen. E-Temp, dankeschön. Oh, da machen wir noch ein bisschen Party. Hast du heute eine Party? Ich mache heute eine Party. Machst du heute eine Party? Wir machen heute keine Party. Wir sind 6 Uhr. Wir haben heute keine Party gemacht. Wir haben plus 1 gekriegt. Ein plus 1 hoffentlich auch von euch bei Google. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, ich nehme es niemandem krumm. Bis dann. Ciao.